Zack. Und dann geht er wieder rein hier. 100 Meter Tiefe. Schön auf die Tiefseebrocken. Am Nordmeer natürlich. Und zwar vom Land aus. Das ist mal geil. Also, kurbeln wir mal hier schön rein. Das Ganze braucht natürlich ein bisschen, gerade hier mit dem leichten und kleinen Setup. Aber das Gute ist, ich bin hier halt auf 100 Meter Tiefe und hier sind gerade schon Rotbarsche zum Beispiel reingegangen. Und ich teste jetzt hier natürlich mal verschiedene andere Köder, die auch noch funktionieren könnten auf dieser Tiefe. Wir gucken uns das gleich einfach mal im Detail nochmal weiter an. Wo ich hier stehe, das geübte Auge erkennt es vielleicht schon so ungefähr. Das dauert natürlich immer. Und ich bin natürlich jetzt absolut gespannt, was auf dieser Tiefe gerade alles so rumschwimmt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Seeskorpion oder sowas. Kann natürlich sein. Na guck, ein kleiner Wittling nochmal. Den hatte ich gerade auch schon dran. Gucken wir gerade mal rein in den Kescher. Ja, das war hier gerade eben oder vorhin der Test. Vorher war ich noch schön auf Makrele und Co. am 115er. Ganz klassisch hier wieder mit Shrimps. Einfach hier am 115er mal relativ mittig. Da ist dann so die tiefe Stelle oder da sind immer so zwei, drei Spots, die ganz gut funktionieren. Auch wieder mit Makrele. Und jetzt bin ich quasi auf der kleinen Extra-Map, der kleinen Map in der Map. Also das Extra-Gewässer Fjord sozusagen. Und hier am Fjord an der Ecke auf der 90. Man sieht es gerade nicht so genau wegen dem Pfeil, aber ich stehe quasi genau hier in Richtung 90 Meter. So, raus damit. Ganz locker aus dem Handgelenk. Gar nicht so ganz mega rausgeballert. Und jetzt muss man das Ganze natürlich erst wieder absinken lassen. Zack, und da geht schon der Biss rein. Na, das passiert natürlich auch. Je nach Köder geht das natürlich ganz schnell. Wir gucken gleich nochmal in den Kescher rein, nach den Ködern, die bisher funktioniert haben. Das ist halt auch immer schon mal ein ganz wichtiger Anhaltspunkt. Welcher Köder hat schon funktioniert? Und dementsprechend kann man dann ja auch sein Setup komplett ausrüsten. Durchaus bestimmt auch eine Option hier, einfach mit Jig-Montage, mit Meeresjig. Hier rauswerfen und dann über den Grund jiggen. Bestimmt auch eine Option, bestimmt auch gut machbar. Na, die ollen Makrelen, die wollen wir jetzt natürlich hier nicht. Machen wir mal nur ein halb auswerfen. Allgemein kann man sagen, so bei 35 bis 40 Metern, also wenn man 35, 40 Meter auswirft, ab da kann man es einfach hervorragend absinken lassen. Und man kommt dann so langsam, ja, ich sag mal auch Stück für Stück in den Bereich halt von den 90 Meter, 70 Meter, 90 Meter Tiefe ungefähr. Das klappt. Während das jetzt hier so absinkt, gucken wir nochmal eben kurz rein. Zum Beispiel hier bei dem Rotbarsch. Super Gummimack. Also hier mit dem Gummimack getestet, der 601. Der hat hier funktioniert für den Glubschi, für den Rotbarsch. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Und hier vorne war der nächste, der ging dann auf dem Real Shrimp. Also auf unterschiedliche Köder, aber durchaus, dass die eben vorhanden sind. Ne? Und wenn man sich das halt anguckt, jetzt von der Tiefe um die 90 Meter, kleiner Rotbarsch, ist doch nicht so schlecht. Genauso wie hier der Wittling. Wittling nehmen wir natürlich auch gerne mit, auch gerne in noch größer. Die bringen ja kohlemäßig auch richtig viel. Also gar nicht schlecht hier auf dem Real Shrimp 1202. Auch der richtig, richtig gut. Zack, da ist schon der nächste Biss im Absinken. Und wir waren ungefähr bei 65 Meter, glaube ich, 60, 65 Meter Tiefe. Und dann einfach wieder reinziehen. Ja, ich hatte es hier auch schon mit einem etwas größeren Setup probiert. Na, den wollen wir auch 60 Meter Tiefe natürlich nicht haben. Also mit größeren Ködern habe ich es auch schon probiert. Jetzt im Moment bin ich einfach hier mit diesem klassischen Lurker unterwegs. Relativ simpel auch vom Aufbau. Und dann hier gerade wieder die 12 Gramm Real Shrimps. Die 12 Gramm Real Shrimp hatte ich übrigens auch am 115 Meter Loch. Da war das quasi das gesamte Setup ähnlich. Und natürlich hier mit der plus 5% Pilkrute. Das natürlich absolut essentiell. Eine der wichtigsten oder die wichtigste Route fürs Starten am Nordmeer.
Ja, und dann relativ simpel hier aber auch zusammengebaut wieder mit der Overlord nur 60 Kilo, beziehungsweise nicht mehr ganz hier mit 55 Kilo, 30% Verschleiß schon drauf. Ich bastel das gleich mal neu. Und ja, ansonsten läuft das bisher mit den Shrimps auch gar nicht so schlecht. Ich ziehe nochmal ein bisschen stramm. Und dann lassen wir es nochmal weiter absinken. Ja, 70 Meter Tiefe jetzt hier. Gleich kommt die nächste Farbe. Dann sind wir bei 75. Zack. Dann kommt jetzt schon die blaue Farbe. Jede Farbe 5 Meter. Na, wie weit kommen wir hier runter? Zack, kommt die nächste Farbe. 80 Meter Tiefe. Man kann natürlich auch in dem Bereich schon mal einfach anfangen, hier so ein bisschen zu pilken. Ne? Also einfach ein bisschen, genau, da geht das Pilken los. Einfach hier ein bisschen rumzuppeln. 80 Meter Tiefe ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also auch das geht easy vom Land aus. Und wann mache ich das vom Land aus? Ja, wie gerade schon gesagt, nachdem oder wenn ich sehe, das Bootsticket läuft gleich aus. Aber ich würde trotzdem gerne noch entweder den Kescher mal richtig voll machen oder ich will einfach noch ein bisschen woanders was ausprobieren. Dann nutze ich natürlich in der Zeit noch die letzten paar Minuten vom Bootsticket. Entweder einfach nochmal komplett neu einloggen und dann vom Fjord aus oder vom Hafen aus in den Fjord reinfahren oder quasi vorher schon zurückfahren, dass man dann rechtzeitig quasi hier wieder ankommt. Je nachdem, wie weit man draußen ist, muss man da allerdings schon einiges an Zeit mit einberechnen. Übrigens auch immer wieder wichtig, das hatten wir jetzt die Tage ein paar Mal, dass Disconnection war oder irgendwie einfach, dass man rausgeflogen ist aus dem Game. Es ist natürlich auch immer praktisch, gerade wenn man in einer Happy Hour unterwegs ist, wenn man irgendwelche Spots im Fjord kennt. Es gibt hier vorne in der Area richtig gute Stellen, wo man mit einer hohen Frequenz richtig viel rausziehen kann. Auch hier dieses Riff auf 5 Meter Tiefe, ob das hier am oberen oder unteren Ende ist vom Riff, immer wieder richtig interessante Stellen, auch hier in dem Bereich. Gerade wenn man die Shrimps freigespielt hat schon, dann ist das richtig lohnenswert, dass man da dann eben auch nochmal schnell seine Happy Hour beendet, bevor man dann irgendwie 10 Minuten wieder rausfährt an irgendeinen Spot, wo man zuletzt war und dann die Zeit quasi vertrödelt damit. Und da geht der nächste rein, das ist doch schön. Ja, der Ablauf ansonsten ist natürlich wie immer gleich. Das heißt, man probiert jetzt natürlich verschiedene Farben, verschiedene Köder. Und sobald dann eine funktioniert oder sich eine Farbe als besonders ergiebig herausstellt, dann bauen wir natürlich das gesamte Setup wieder um. Also komplett auf die Farbe. Ich hoffe hier jetzt natürlich vermehrt auf die kleinen Rotbarsche. Das wäre natürlich der Oberhammer, ne? Einfach eine Stelle haben, wo man hier auf entspannt vom Land aus auf den kleinen Rotbarsch geht. Das wäre schon richtig nice. Das wäre schon super. Ich werde gleich noch mal ein bisschen weiter rauswerfen, dass ich vielleicht noch mehr so in dieses 90-Meter-Loch reinkomme. Hier jetzt gerade, das war schon knapp an der Kante, eher so im Bereich von 70, 75, 80 Meter. Aber so ein bisschen weiter raus wäre, glaube ich, nicht so schlecht. So, 15 Meter noch. Gucken wir mal, was jetzt hier noch reingeht. Hat schon ein bisschen mehr Gewicht. Ja, der darf natürlich auch nicht fehlen, der olle Lump. Ja, der zweite Lump im Großen und Ganzen. Sehr kunterbunt das Ganze, ne? Sehr kunterbunt, was hier alles bisher reingegangen ist an der Stelle. Also auch vorhin beim ersten Testen schon gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein. Also interessant für mich wäre Wittling, Real Shrimp, der 02 oder eben der Gummimack in, jetzt gucken wir gerade mal hier in das Setup hier unten, Shrimp, 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 Shrimp. Wir machen jetzt hier nochmal einen Gummimack drauf. Gummimack einfach hier mit zwei roten Perlen, zack. Den Real Shrimp machen wir, glaube ich, auf, wobei den pinken, den lassen wir einfach nochmal dran. Und dann machen wir hier einfach mal noch zwei Gummimacks und dann werfe ich die einfach nochmal rein. Nehmen wir vielleicht auch mal hier ruhig den schwarzen, oder? Nehmen wir mal den hier komplett in schwarz. Und dann testen wir mal, was damit so geht. 95 Meter und dann haben wir auch gleich die 100 Meter. Jawohl. Also es zieht noch schön runter. Perfekt. 105. Wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen weiter draußen. Aber da haben wir die Grundberührung. 110 Meter.
Und das reicht. Ein bisschen stramm ziehen hier wieder und da geht das los mit dem Pilgen. Ganz wichtig natürlich beim Auswerfen hier, wenn wir hier vom Land aus rauswerfen, nicht mit den ganz dicken, fetten, schweren Gewichten rausballern. Die sind dafür gedacht, dass man einfach mal eben anklickt und man macht so einen kurzen Auswurf einfach nur vom Boot aus in die Tiefe, damit man nicht so einen übelsten Verschleiß hat auf dem gesamten Setup. Also auf der Schnur, auf der Rute, wenn man da volles Mett irgendwie rauswirft, das ist halt dann gar nicht mal so gut. Ne? Guck mal hier, direkt wieder reingegangen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Also momentan muss ich sagen, schmeckt mir richtig hier, macht richtig Bock. Vor allem ohne diesen Zeitdruck, dass man hier ein Bootsticket im Nacken hat. Und man kommt eben auch richtig tief raus. Das ist halt wichtig, dass man eben auch mal mit anderen Ködern in der Tiefe unterwegs ist und dann eben auch Verschiedenes probieren kann. Ich war hier auch gerade schon mit der Bootsroute unterwegs. Auch das natürlich durchaus eine Option, Bootsroute. Und dann mit der Endbleimontage, auch das werde ich gleich noch ein bisschen weiter testen. Mal gucken, was da auf der Tiefe unterwegs ist. Und dann halten wir gleich mal die Endbleimontage rein mit Würmern vielleicht. Weißt du was? Wir machen das jetzt direkt. Na, guck mal hier, auf den letzten 15 Meter, da wehrt er sich nochmal. Aus der Tiefe jetzt hochgepumpt. Na, was ist er? Jetzt kommt er wieder. Einfach nochmal den Druck in den Blank rein. Und da kommt er raus. Nochmal ein Lump. Ei, ei, ei. Naja, gut. Naja, gut. Nehmen wir mit. Ist voll okay. So, also, wir wechseln nochmal kurz auf die Meeresrute. Und hier haben wir die Endbleimontage. Und auf der Endbleimontage hauen wir jetzt einfach auch nochmal. Also, mal eben umgebaut das Ganze. Ich habe jetzt hier den Wattwurm mit so einem Firetube in Kombination, alles hier auf einem relativ großen 6er Haken, 6-0er Haken, dann Firetube einfach mal in Pink und den Seeringelwurm und hier nochmal eine Kugel mit der Garnele und das hauen wir jetzt so wie es ist auch nochmal rein, auch hier natürlich wieder aufpassen, wir wollen hier nicht so super schwer rein mit einem Kilo oder sowas, das belastet natürlich übelst unser Set, sondern ich gehe hier mit dem leichtesten rein, 150 Gramm und dementsprechend dann raus damit und ich glaube wir kommen auch weit genug damit raus, ja und jetzt wieder absinken lassen. Ja, das Absinken bei den Grundmontagen, so auch hier die Endbleimontage, das wurde ja ein bisschen verändert und ein bisschen erhöht. Also die Absinkphase geht jetzt deutlich schneller und dementsprechend ist das natürlich auch gar nicht so schlecht, wenn man das hier an solchen Stellen verwendet. Ihr seht jetzt hier mit den 150 Gramm und da sind wir schon bei einem Biss auf ungefähr 100 Meter. Das ist aber nicht so groß, wobei unser Setup ist natürlich jetzt auch deutlich stärker gerade. Aber so richtig groß ist es trotzdem nicht. Ziehen wir mal direkt wieder rein hier. Das ist natürlich dann die Gefahr, dass dann auf diesen Würmern oder sowas sehr viel Kleinzeug reingeht. Das will man natürlich möglichst vermeiden, weil die Würmer ja auch echt nicht so günstig sind. Ne? Na guck, ein Steinköhler. Ist manchmal als Kaffeeauftrag drin. Gar nicht so schlecht. Also 45% reicht, glaube ich. Genau, 55 Meter weit raus. Jetzt wieder schön absinken lassen. So, und dann nochmal richtig mit Gas. Perfekt. Und da sind wir hier auch schon wieder bei 100 Meter, 105 Meter Tiefe. Grundberührung bei 110 Meter Tiefe. Sehr gut. So, und jetzt haben wir hier eigentlich Bewegung in Grundnähe. Und müssen das einfach nur so ein bisschen halten mit der Endbleimontage. Oder drehen immer mal wieder so ein bisschen. Und können, zack, da haben wir schon wieder Biss. Und können eigentlich jetzt Stück für Stück langsam rankurbeln. Aber das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Ja. Und dann ziehen wir den mal wieder rein. Und komm raus hier, die letzten 15 Meter. Aber das ist doch genau das, was das vom Land aus Angeln ausmacht. Einfach verschiedenste Köder jetzt hier wieder testen. Schön auf entspannt. Naja, gut, wieder ein oller Lump. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich schon übelst zufrieden. Wir gucken direkt mal rein, was der gefressen hat. Der hat den Wattwurm gefressen. Wäre natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir ändern hier sofort den Wattwurm. Wobei, eigentlich müssen wir das noch länger testen. Und könnten jetzt hier natürlich was anderes reinmachen. Wir könnten natürlich auch hier so ein Geflatter reinmachen. So ein Shrimp oder so ein Squid hier einfach. Also, das alles teste ich gleich noch. Und ich bin übelst gespannt noch, was hier geht.
denn bisher sieht das gut aus. Ich nehme mal hier den in 12. Nicht ganz so groß. Aber mal in Rot. Genau. Und dann auch wieder raus damit. Zack. Jo, ihr Lümmels. Petri zusammen. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr.